Füge innerhalb von 10 Sekunden Schaden zu, nachdem du auf einem Schirm bei Sweaty Sands herumgesprungen bist. Leute, die Herausforderung geht am besten in der Gruppenkeile. Am easiesten natürlich, wenn die Zone in Sweaty ist, also da drüben. Und ansonsten könnt ihr natürlich, wenn der Bus so fliegt wie hier, ihr seht, der Gegnerbus ist da, die Zone ist am besten auch noch hier, das heißt, es werden mindestens 2-3 Leute nach Sweaty gehen, könnt ihr die Herausforderung auch so machen. Landet einfach bei Sweaty, holt euch eine Waffe, die Schirme findet ihr eigentlich überall in Sweaty, die sind beim Hotel, die sind am Strand, ja. Und für die, die nicht wissen, wo Sweaty ist, ich zeige es euch nochmal auf der Karte, da ist Sweaty Sands, ja. Wie gesagt, ihr müsst auf diesen Schirm rumspringen und habt dann 10 Sekunden Zeit, Schaden zu machen. Und ihr müsst niemanden killen. Es reicht, wenn ihr springt, Schaden macht, dann springt ihr das neueste Mal auf so einem Schirm rum. Ja, wenn die 10 Sekunden vorbei sind, macht wieder Schaden und macht das 10 Mal, und bis ihr dann die Aufgabe abgeschlossen habt. Ihr seht oben auf dem Hotel, da sind auch natürlich auch Schirme. Ihr könnt natürlich auch auf diesen Dingern rumspringen. So, und hier haben wir direkt mal eine legendäre Truhe. Wenn ich das hier richtig höre, dann looten wir die mal eben. Weil wer die legendäre Truhe nicht ehrt, der ist des epischen Sieges nicht wert, hat eure Mami euch bestimmt schon mal gesagt. So, und so, wo sind jetzt hier die Gegner, Leute? Wo sind die Gegner? Ihr seht, man kann dann hier quasi mit dem Schirm runter. Man hat hier hinten Schirme. Man hat meist hier eigentlich Leute am Angeln. Sniper haben wir jetzt auch noch am Start, läuft. Wenn ich jetzt hier. Ah, guck mal, da ist ein Gegner gelandet, perfekt. Guck mal, der ist AFK. Noch besser. Seht ihr, wer die Zone hier war, ist der Typ AFK. Boom. So, und jetzt schießt er dem Typen einmal ins Gesicht. Und GG, Leute. Habt ihr Schaden gemacht. Und wie gesagt, das Event hat sogar schon gereicht. Ansonsten müsst ihr halt nochmal gucken, ob ihr irgendwie Gegner seht. Ne? Ihr kennt das ja, wenn ihr in der Luft seid. Oben auf High Ground, wie man so schön sagt. Dann ist es leichter zu sehen, ob noch irgendwo Gegner sind. Könnt natürlich auch noch schön das Hotel hier looten. Und von hier oben kann man dann ganz schön gucken, wo was los ist. Und dann zur Not hier mit diesen tollen Kügelchen springen. Ja, weil jetzt, seitdem ihr auf diesem Schirm gesprungen seid, habt ihr eben 10 Sekunden Zeit, um Schaden zu machen. Und hier ist weit und breit kein Gegner, Mann. Meine Fresse, okay, ja. Ist natürlich ganz toll für so ein Video, wenn hier keine Gegner sind. Aber ihr seht's, ne? Springen. Und ihr könntet dann zum Beispiel diese Impulsgranate benutzen. Gucken, ob ihr irgendwo irgendjemanden laufen seht. Jo. Nö. Hat keiner Bock. Ich habe nicht mal mich beim Busfahrer bedankt. Wahnsinn. Okay, also. Gut, dann machen wir weiter Trockenübung. Guck mal, hier ist auch noch ein Schirm, oder? Ne, der zählt glaube ich nicht, ne? Ne, der zählt nicht. Weil ihr müsst ja auf dem springen, und springen könnt ihr nur auf diesen Strandschirm. Genau, indem du einfach einen Schirm bei Sweaty Sands herumspringst, ne? Also wie gesagt, drauf springen, dann habt ihr wieder 10 Sekunden Zeit, einen Gegner zu suchen, ins Gesicht zu schießen. Und ja, spielt einfach irgendwie, keine Ahnung, 4 Runden Gruppenkeile. In irgendeiner Runde, ihr könnt dann noch schön die Kurzherausforderung machen, das ist ganz toll zum XP bekommen, XP leveln. Und boah, dann könnt ihr ganz easy diese Herausforderung machen. Ich habe ja auch gerade einen Kill bekommen, ne, durch den AFK-Kollegen. Und ganz ehrlich, ja, das war's. Zack, hüpfen. Und ihr seht, man kann schon richtig schön auf den Dinger rum. Man könnte natürlich mit einem Hubschrauber irgendwie noch hinfliegen, aber in 10 Sekunden kommt ihr halt nicht weit. Aber generell habt ihr wirklich überall diese Schirme. Ja, guck an. Zack. 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 Und dann halt irgendwie Gegner finden. Aber guck mal, wir haben Lama. Leute, wenigstens was. Haben wir wenigstens ein Lama. Ich glaube, mir fehlen noch 7 Stück oder so. Dann habe ich die Stempelkarte voll. Leute, wie viele Lamas habt ihr? Welches Level seid ihr? Schreibt es in die Kommentare. Denkt daran, es gibt einen Skin zu gewinnen. In Woche 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 verlose ich jeweils 7 Skins. Wenn du keinen Skin haben willst, dann Battle Pass, schreibst du rein, du bist ein Battle Pass in die Kommentare. Und wenn du dann gewinnst, bekommst du einen Battle Pass statt einem Skin von mir, ja. So, okay, wenigstens noch ein Lama gelootet, immerhin was. Und ja, wer noch nicht hat, hier gibt es auch noch eine grüne Münze aus Woche 3. Und ja, ist natürlich echt besetzen, dass hier gerade nichts zu killen war. Aber die Runde vorher ist echt jemand gelandet, aber da habe ich vergessen aufzunehmen, schade. Gut, okay, dann könnt ihr aber Gruppenkarte spielen. Wie gesagt, denkt dran, die Kurzherausforderungen sind mega OP. Ihr bekommt 50.000 EP
Und ich könnte jetzt nämlich noch angeln, sofort Gegenstände benutzen, also mich um Äpfel essen, mit Pistolenschaden machen, dann kriege ich ja noch eine super easy XP. Und ihr seht, ich bin Stufe 176. Ne? Also wirklich mit den Kurzherausforderungen geht das ganz, ganz toll mit den Leveln. Und ja, ich hoffe, das Video hat geholfen. Freue mich über Daumen hoch, Abo und Glocke, denkt dran, Quellcode WunderTV eintragen. Und lasst ein kostenloses Abo da. Guckt noch meine anderen Videos zu den Woche 4 raus, ich habe extrem viele Videos wieder gemacht. Jedes Video, was ihr guckt und kommentiert, ist eine Chance zu gewinnen. Und ja, viel Spaß beim Leveln, Leute. Bin mal gespannt, was diese Season noch kommt und vor allem, was nächste Season passiert, ob da die C-Season wird, weil, mal ganz ehrlich, das war schon mit die beste Season in Fortnite, an die ich mich erinnern kann. Also mir hat diese Season extrem viel Spaß bisher gemacht und wir sind ja erst in Woche 4, ne? Ja, ich würde sagen, ich loot hier nochmal ein paar Vorratskisten, aber ich glaube, ich auch noch irgendwie 5 Stück oder so, dann habe ich die Stempelkarte voll. Guck mal, da oben ist ein Gegner, der will das snipern. Aha, mal gucken, ob ich ihn gesnipert bekomme. Ah ne, jetzt will er nicht mehr snipern, jetzt will er lasern. Ja, mit Granaten willst du mich verarschen, Digga. Und ich hab. Ja, ich bin tot. Und ich mit Skibrille kann ich halt einfach nicht spielen. Ja? Für alle, die sich mal wundern, kannst du mit der Brille überhaupt spielen? Nein, Leute, kann ich nicht. Die habe ich nur für die Videos auf. Ja, könnt ihr mal sehen, was ich mir für Qualen antue. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.